In diesem Video zeige ich euch eine tolle Übung, die ihr jetzt zur Saisonvorbereitung, zu Beginn der Saisonvorbereitung machen könnt, um einfach wieder super in euren Rhythmus reinzukommen. Es geht um Taktik, es geht um Kondition, es geht um Technik. Also Komplextraining vom Feinsten, bleibt dran. Willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, ich hoffe, ihr kennt mich. Ansonsten bitte ich euch um ein Abo. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch in Zukunft folgt und meine Videos anschaut, denn ich möchte ganz gerne meine Erfahrungen teilen. Und heute geht es um die Saisonvorbereitung. Es ist Prep-Time und ich zeige euch in den nächsten Wochen Übungen, die wir jetzt in der Saisonvorbereitung machen, um auch nach so einer langen Phase der Trainingsabstinenz wieder schnell in den Flow reinzukommen. Da wir uns am Anfang der Saisonvorbereitung befinden, wollen wir Sprünge oder auch gefahrenträchtige Situationen am Netz vermeiden. Die Übung heute, da dreht sich alles um Abwehr und Feld zu spielen. Es geht also darum, die Grundtechniken wieder einzuschleifen. Es geht darum, dass wir konditionell fit werden und es geht auch darum, die Taktik bereits etwas zu beackern. Wir werden heute individuell trainieren und ich sage euch, was wichtig ist und was ihr unbedingt vermeiden solltet. Hier seht ihr den Aufbau der Übung. Ich arbeite mit drei Boxen, mit drei Kästen, von denen Spieler angreifen. Und ich habe auf die Positionen 2 und 4 die Ballcatcher, unsere Ballkörbe, gestellt, die einerseits als Ziel dienen für das Feld zu spielen und andererseits die Bälle im besten Fall eben auch gleich wieder einsammeln sollen. Zum Ablauf der Übung. Jeder Spieler arbeitet alleine auf dem Feld. Ich habe hier vier Abwehrspieler, die jeweils drei hartgeschlagene Angriffe bekommen, die sie hoch Richtung Feldmitte abwehren sollen. Und anschließend kriegen sie einen letzten Ball selbst hoch Mitte angeworfen, den sie als Feld zu Spiel auf die Außenpositionen 2 und 4 zuspielen sollen. Wenn ich sinnvollerweise also mit drei oder vier arbeitenden Spielern in Abwehr und Feld zu Spiel die Übung aufbaue, dann habe ich hier also sechs, vielleicht auch sieben Menschen beschäftigt. Insofern, wenn ihr sehr viele Leute im Training habt, dann müsst ihr das Ganze auf zwei Feldern machen. Aber jetzt in der Ferienzeit gibt es ja auch immer wieder Trainingstage, wo vielleicht nicht ganz so viele Teilnehmer im Training sind und dann kann ich super die solche Übungen machen. Ich habe mich hier als Trainer hinters Feld positioniert, denn ich möchte den letzten Ball selbst anwerfen, das Feld zu spielen, so dass er fordernd, aber auch zugleich gut auf die Außenposition gespielt werden kann. Und ich habe hier eine sehr gute Übersicht über das Feld, über alle meine Teilnehmer und kann technisch eben Korrekturen anbringen, sofern ich das für notwendig erachte. Meine Schwerpunkte für die Technik sind hier die Bereitschaftshaltung. Ich will bereit in der Bereitschaftshaltung stehen, bevor der Angriff von der anderen Netzseite erfolgt. Und dann möchte ich eben eine ruhige und flüssige Armführung haben, eine Bildung des Spielbretts, ganz ruhig und nur ein Kontrollieren des Balls Richtung Feldmitte. Und für das Feld zu spielen ist es mir wichtig, dass die Spieler sich entsprechend ausrichten, Füße, Knie parallel im besten Fall, Körperachse genau Richtung Zuspielkorb gedreht und dann wird der Pass genau senkrecht zur Körperachse, zur Schulterachse gespielt. Taktisch ist es mir wichtig, dass die Spieler die richtige Positionierung auf dem Feld hinbekommen. Das heißt, ich habe vorgegeben, wo ich ganz gerne möchte, dass die Spieler auf dem Feld stehen, wenn der Angriff erfolgt. Das ist natürlich abhängig von unglaublich vielen Faktoren. Da gibt es nicht das eine genaue Richtige. Denn wenn der Ball zum Beispiel sehr dicht vom Angreifer Richtung Netz angeworfen wurde, also im Spiel dann eben dicht gestellt wäre, dann kann der Ball natürlich viel steiler in das Feld geschlagen werden, als wenn der Angriffsball vielleicht ein, zwei Meter weg vom Netz ist. Und insofern sind das alles noch Faktoren, auf die der Spieler achten soll, wahrnehmen soll, antizipieren soll, was genau passiert, um sich dann im Feld zu positionieren. Wichtig ist mir auch, dass die Spieler positionsspezifisch eingesetzt werden. Das heißt, Spieler, die auch im Spiel auf der 1 verteidigen, sollen hier vor allem auf der 1 ihre Aktionen durchführen. Das wären im Regelfall bei einem Standardläufersystem mit zurückgezogener 6 die Zuspieler und die Diagonalspieler sein. Und auf der 5 stehen bei uns Liberos und die Mittelspieler, während dann eben unsere Außenangreifer auf der 6 ihre Aktionen durchführen. Das ist eben ganz entscheidend, dass wir eben nicht in diesen 3-4 Ballaktionen, die ich hier anbiete, über das Feld wechseln. Dieser Fehler aus meiner Sicht wäre absolut zu vermeiden, denn wir wollen genau das trainieren, was im Spiel drankommt. Und dementsprechend
kann ich nicht sagen, wer einen Ball auf der 1, einen Ball auf der 6 und einen Ball auf der 5 ab und dann kriegst du noch irgendwo ein Feld zu spielen, sondern ich möchte, dass der Spieler sich auf seiner originären Position, hier zum Beispiel die 1, ja, daran gewöhnt, das übt, dass er genau hier die 3 Angriffsbälle verteidigt und anschließend dann ein Feld zu spielen macht. Am besten auch den Pass, den er im Spiel wahrscheinlich am häufigsten einsetzen wird. Athletisch will ich hier mit 3 bis 4 Spielern in der Abwehr im Feldzuspiel agieren, die sich abwechseln, denn ich will ein Verhältnis zwischen Belastung und Pause von etwa 1:2, 1:3 haben. Also auch 2 Teilnehmer wären möglich, wenn die Pause etwas länger ist, damit die Regenerationszeit passt. Was machen wir hier? Ich habe mal einen Timer eingeblendet. Ihr seht, jede Salve dauert so etwa 8 bis 10 Sekunden. Das soll auch genauso sein, hat 2 Gründe. Einerseits hat das mit der Energiebereitstellung zu tun. Ich möchte hier im anaeroben, alaktaziden Bereich arbeiten. Das heißt, eine kurze, intensive, maximale Phase von etwa 8 bis 10 Sekunden und anschließend Regenerationszeit. Und auch die Ballwechsel im Volleyball sind genauso gestrickt. Ihr seht das gerade jetzt hier. Jetzt haben einmal die Angriffsbälle nicht gepasst und dementsprechend wird er abgebrochen und nochmal neu angesetzt nach einer kurzen Pause, damit eben entsprechend genau dieses konditionelle Thema auch bedient wird. Ja, und auch die Ballwechsel beim Volleyball, die dauern eben auch, gerade beim Herrenvolleyball, nur eine kurze Zeit, ich sage mal 8 bis 15 Sekunden, vielleicht mal 20, 30, das sind aber eher dann die Ausnahme. Und anschließend hat man dann immer, wenn der Ball geholt wird, wenn der nächste Aufschlag vorbereitet wird, etwas Zeit zur Regeneration. Und auch das wollen wir hiermit bedienen mit dieser Übung und dementsprechend arbeiten wir eben mit 3 bis 4 Abwehrspielern, die sich abwechseln, um genau in dieses Belastungsintervall reinzukommen. Natürlich habt ihr ganz viele Möglichkeiten, diese Übung zu variieren, anzupassen für eure Bedürfnisse, für euer Spielniveau, für eure Möglichkeiten. Wenn ihr keine Boxen habt, ich habe hier diese großen Kästen genommen, die in vielen Schulsporthallen vorhanden sind. Dann könnt ihr im Fall andere Erhöhungen nehmen, von der ihr angreift. Notfalls kann man auch ohne diese Kästen angreifen, das Netz im Notfall niedriger machen oder eben von vor dem Netz angreifen. Das sind dann alles so Minuslösungen, die aber eben trotzdem möglich sind. Wenn ihr keine Ballcatcher zur Verfügung habt, dann stellt ihr dort eben Spieler hin, die die Bälle abfangen sollen, die die Hände heben sollen, damit da ein Ziel ist. Oder ihr habt eine andere Möglichkeit, dort ein Ziel hinzusetzen, denn die Motivation steigt ungemein, wenn man eben ein Ziel hat, was man treffen möchte mit dem Feldzuspiel. Natürlich könnt ihr auch die Angriffe variieren, ihr könnt Finten mit einbauen. Zum Beispiel lohnt es sich auch immer mal wieder, mit einem kurzen Dankeball zu starten, also keinen Hechtbagger zu produzieren, aber eben, dass der erste Ball kurz in der 3-Meter-Zone hochgebaggert werden muss und erst anschließend löst man sich dann auf die Abwehrpositionen, je nachdem, von wo der Angriff kommt. Ich habe hier aus der Mitte gestartet, also mit einem Schnellangriff, wenn man so möchte, und anschließend kommen dann die beiden Angriffe über die Außenposition. Da kann man eben auch variieren, Longline, Diagonal, welcher Ball kommt zuerst, darf eine Finte mit dabei sein, darf maximal eine Finte mit dabei sein oder dürften theoretisch auch alle 3 Angreifer legen. Das liegt dann ganz bei euch, aber seid euch bewusst, dass natürlich jeder gelegte Ball, der einen Hechtbagger produziert, dann einfach auch dazu führt, dass die Übung für den einzelnen Spieler etwas länger dauert. Dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit 10 Sekunden hinkommen, wenn der Spieler 2-3 Mal am Boden liegt. Also insofern überlegt euch, wie ihr das Ganze machen wollt. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, diese Übung zu variieren und das mache ich natürlich auch. Ich ändere die Übung immer wieder ab, biete verschiedene Angriffsvariationen an, damit die Spieler nie zur Ruhe kommen und immer neue Herausforderungen haben. Okay Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, etwas war für euch dabei, etwas Neues vielleicht oder eine Erinnerung, diese Übung immer wieder einzubauen. Gerade jetzt zu Beginn der Saisonvorbereitung macht es Sinn, aber auch für den weiteren Verlauf der Saison kann man diese Übung immer wieder einbauen, wenn man mal die Belastung etwas runterschrauben möchte oder vielleicht nicht mit ganz so vielen Teilnehmern im Training ist, dann kann man eben auch mit dieser Übung nochmal sehr schön individuell arbeiten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Like für mich dalassen, ansonsten Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos. Dazu müsst ihr diese kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr eine Nachricht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, tschüss und bye bye. Euer Martin.